Melanie Leupolz, 1-0 Sieg im Pokal, das soll ein riesiges Gefühl geben, auch für dich selbst. Ja, auf jeden Fall. Finale zu spielen ist immer was Besonderes und der FA Cup ist uns enorm wichtig, deshalb sind wir froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten, auch wenn wir nicht unseren besten Fußball gespielt haben, aber letzten Endes freuen wir uns einfach über den Titel und schauen jetzt aber schon wieder Richtung Liga, weil da müssen wir auch noch die restlichen Spiele gewinnen. Anfang war Manchester ganz frech, vollen Dampf, dann hattest du auch noch eine Verletzung. Wie schwer war das? Ja, wir haben nicht gut gestartet, das stimmt. Da war Manchester United deutlich besser. Aber auch die erste Halbzeit, also ich glaube, die hatten mehr Momentum. Und letzten Endes geht es aber darum, wer die Tore schießt. Und das war eine super Aktion wieder von P, die reinkam, und Sam, die dann vollendet. In Deutschland auch im Moment hat der Frauenfußball wieder Begeisterung nach der EM. Das sieht man auch bei Köln zum Beispiel, wo 38 Leute draußen kommen. Aber England ist doch noch was anderes, nicht? Hier 78 heute. Ja, absolut. Ist total cool, vor so vielen Menschen zu spielen. Und dafür arbeiten wir tagtäglich, dass wir die Leute begeistern können. Und es ist schön, dass es diesen Hype jetzt nach der Europameisterschaft umso mehr noch in diesem Land auch gibt. In die Meisterschaft geht es auch mit Manchester United, noch zwei ganz richtige Spiele, da ist Mittwoch, geht es wieder auf. Genau, ja, da geht es dann schon weiter, wir dürfen keine Punkte liegen lassen, wir wollen die Liga gewinnen und müssen uns voll darauf fokussieren. Und danach gibt es Neuseeland, Australien, wo Deutschland wieder eine der Favoriten ist, da hat Frau Martina Degenburg, Frau Degenburg, für gesorgt, denke ich, mit der Mannschaft. Ja, ich glaube, dass Deutschland immer mit so einem Favoritenkreis zählt, vor allem jetzt auch nach der erfolgreichen Europameisterschaft. Freuen sich, glaube ich, alle auf das Turnier. Letzte Frage, wie schlimm ist es dann, dass man immer noch streiten soll, um die Fußballspiele in Deutschland auf dem Fernsehen zu bekommen? Das ist doch schrecklich. Ja, das wäre natürlich total schade. Ich kenne da nicht die ganzen Informationen, aber ich hoffe, dass sie noch eine Einigung finden und dass man dann unsere Spiele auch sehen kann. Okay, vielen Dank und genieße die Welt.